Jo, weiter geht's mit GTA 5. Wir sitzen mit Trevor im Fahrzeug und haben die undankbare und herzzerreißende Aufgabe, Patricia nach Hause zu fahren. Die Liebe seines Lebens, neben der Uzi 9mm. Und die Musik passt und der Sonnenuntergang. Es ist angerichtet, mehr oder weniger. Für einen rührenden Abschied. Ich hoffe, er kommt sie ab und zu besuchen. Beim Drogenkartellinhaber. Sie wäre ja gern bei Trevor geblieben. Letzte Folge hat sie ihm gebeichtet, welche guten Qualitäten er hat, was sie von ihm hält. Aber es sollte einfach nicht sein. Mal sehen, wie das Ganze abläuft. Vielleicht gibt es noch eine Chance für die zwei. Eine Chance für die Triebe. Da werde ich auch das Radio nicht abschalten und den Moment ruinieren. Es ist wahrscheinlich der einzige in Trevors Leben dieser Art. Das können wir ihm nicht nehmen. Und ich darf auch keinen Unfall bauen. La Fuerza Blanca. Jetzt eher andere Farbe. Keine Ahnung, was schwarz heißt. Roberto Blanco sollte ja eigentlich nicht Roberto Weiß heißen. Stay. Kein letzter Kuss. Sie hat sich in den ganzen 3 Wochen Gefangenschaft nicht umgezogen. Oh, er hat sogar eine Rose vorbereitet. The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends. Wir gehören zur Familie. Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. That's fucking perfect. Thank Michael for the statue. It is exquisite. Yeah. Ja, die Statue hat ihn versöhnt. No sailboat or windshot. Sorry. Ja, nee, es geht nicht weiter. Affige Angelegenheiten, das ist noch von der vorherigen Mission. Das hier, glaube ich, war nicht die affige Angelegenheit. Oh, was kommt jetzt? Oh, geil. Das ist Musik. Zur Abwechslung. Trevor hat einfach den richtigen Geschmack. So, ja, was machen wir jetzt? Das war ja mehr oder weniger eine Hauptmission. Eine andere sehe ich im Moment nicht. Doch. Aber bei Franklin zu Hause? Nee, wo ist das? Wo ist das? Nee, Franklin, glaube ich, hat er hier ein Haus. Aber das ist ja nicht mehr sein Haus. Das ist ja Tantchens Haus. Und Lamar ist dort auch eingezogen. Naja. Wir sind hier mehr oder weniger im Nirgendwo. Nee, das ist, glaube ich, Trevors Haus. Stimmt. Ist ein neues. Das heißt, wir nehmen das Taxi. Ganz einfach. Schade eigentlich. Schade, denn es war gerade Radio Gaga im Radio. Ich könnte Ursula anrufen. Kann ich Ursula anrufen? Das war die verrückte Anhalterin. Mir ist jetzt nach Abwechslung. Ich muss mich trösten. I'll be at the marina. Come pick me up. Sie wartet im Yachthafen. Okay. Sie hat sogar abgehoben, oder was? Hat sie abgehoben? Oder war das der Anrufbeantworter? Gilt das für alle Besucher? Nehmen wir auch das Taxi? Ja. Marina. Wir nehmen trotzdem das Taxi. Obwohl, das macht keinen guten Eindruck, wenn ich nicht mit dem Auto komme, ha? Aber ich will jetzt nicht fahren. Es macht einen guten Eindruck, wenn ich mit dem Luftschiff komme.
Leider muss ich dann zurück nach Los Santos. Und das ist der einzige Landeplatz für das Luftschiff, soweit ich weiß. Ich glaube, die Taxiunternehmen wissen, wo La Fuente Blanca ist. La Paloma Blanca. Oh, wow, so schnell waren sie noch nie. Rekordzeit. Homie? Was soll das heißen? Ja, überspringen. Ich drück schon. Ich hab's eilig, ich muss zur Urschula. Wo ist die her? Aus Polen? Polnische Mädchen machen alles. Okay, buddy. There you go. $51. Es kostet immer gleich. Hey, sie ist mit ausgestiegen. Hey, Urschula, hast du immer deinen roten Rucksack? Was ist denn da drin? Ganzkörperkondom. Was jetzt? Ach so, da. Das ist die... Was machen wir jetzt eigentlich gemeinsam? Wie weit ist das? Ich hatte doch den Wegpunkt gesetzt. Ah, das war nur der Treffpunkt? Ha? Was machen wir da? Ein Rennen? Ich will kein Rennen gegen Urschula fahren. Ich will was anderes mit Urschula machen. Ist das so schwer zu verstehen? Oh, das Taxi hat mich bald überfahren. Das ist blöd. Wir hätten das Taxi nochmal benutzen sollen. Na, ich werde sie beeindrucken und einen Monster-Truck klauen. Ich glaube, das ist nach ihrem Geschmack. Da habe ich einen Stein im Brett. Steig ein! Was ist? Schau, sie steigt nicht ein in mein Auto. Das ist ja zu schäbig. Oder es liegt an der Musik. Ich glaube, es lag an der Musik. Urschula. Trevor ist da. Was ist? Ich kenne mich nicht aus, was ich machen soll. Tut mir leid. Ist sie beleidigt, dass das nicht mein Auto ist, oder was? Hey, Baby. Steig ein. Kann ich mit ihr reden? Ich glaube, es hat die Mission durcheinander gebracht, weil ich mit dem Taxi gekommen bin. Wenn wir in dem Tempo weitergehen, kommen wir heute nicht mehr an. Das sind ja ein paar Kilometer. Ich könnte vielleicht ein Auto klauen, während sie nicht herschaut. Dann glaubt sie, es ist meins. Oder ich fahre einfach zum Zielpunkt und sie spawnt dann. Wow, was ist denn das? Luftschiff. Sieht aus wie ein Hover. Das ist aber sehr tief gelegt, das Fahrzeug. Sind da überhaupt Reifen dran? Und schon wieder mexikanische Musik. Oh! Moment, ich muss den schnell überfahren, sonst interferiert er mit. Sonst interferiert er mit meinen Bemühungen. Mit Urschula. Wo ist sie jetzt hin? Sie kann doch noch nicht weit sein in dem Tempo. Shit, sie ist verschwunden. Vielleicht wollte sie auch nicht in den Pickup einsteigen. Ah, da ist sie. Nee, das ist sie auch nicht. Das ist irgendein Wahnsinniger wieder. Eine zufällige... Und der Punkt ist auch verschwunden. Schau. Der gelbe Punkt ist weg. And you're scared out of your motherfucking mind. Clinton ist das. Bill Clinton. War der nicht weiß? I'm in hell. Ja, da gehörst du auch hin. Fuck, ich hab's mir mit Urschula versaut. Der gelbe Punkt ist weg. Oh Gott. Jetzt reicht's mir. Einer muss es ausbaden. Oh. Sorry, dass du es warst. Ich rufe jetzt nochmal Urschula an, was los ist. Ich kenne mich nicht aus.
Könnt ihr doch nicht mit Trevor umspringen. How do you feel about some cold, anonymous sex? Genau. I can't right now. I have a little problem I need to bury. Was? Wir könnten es ja gemeinsam begraben. Wahrscheinlich eine Großmutter oder sowas. Mann, jetzt bin ich extra mit dem Taxi herausgefahren, hab zwei Autos geklaut, einen Obdachlosen ermordet und das alles für nichts? Ist das dein Ernst? Ah, wenigstens hat es Spaß gemacht. Gut, dann fahren wir zu Trevor nach Hause. Wenn Ursula nicht will, hat sie schon. Wir brauchen wieder ein Taxi. Die kennen uns ja schon. Und wieso habe ich plötzlich wieder diese blöden Klamotten an? Ich hatte mich doch umgezogen. Geld habe ich jetzt genug. On its way, sir. Thanks for calling. Glad to hear it. Der hatte auch nichts dabei. Was haben wir denn hier eigentlich? Eine Anlegestelle? Da kriege ich sogar Ausdauer dazu. Irgendwer hat gehupt. Ah, das Taxi ist schon da. Wahnsinn. Taxi ist schneller als ein Luftschiff. La Puerta! La Puerta! La Puta! Puerta! Aber pronta! Er ladet da, aber lange. Heute. 112, was? Ist teuer geworden? Oder es war weiter? Gut. Das erste Mal nach langer Zeit besuchen wir wieder Wade. Jennifer Wade. Nein. It's a funny way to greet your cousin. Cousin Wade. Damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that? Ah, no, endlich lerne ich sie kennen. By any chance, did you catch crabs at that conference? Ah, da ist sie. Wir haben leider ihr Bild abgenommen. I'd like you to leave right now. Oh yeah, some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive. Trevor ist gerade notgeil. Patrizia hat ihn verlassen, Ursula hat ihn versetzt. Left, right and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. Ah, sie haben das Bild wieder aufgehängt. Die Scheiße abgewaschen. Look, this is all I've got. All right, I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me. Okay? Now look, Deborah, I love you and I love you too. Ich war nicht nice zu meinem Daddy. Why can't we all just be together? Huh? You can have Mondays through Thursdays. You can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, it's normal. Oh, er macht auf Mitleid. Look, Deborah, Floyd. Ah, es ist Floyd, nicht Wade. Sie hat's nicht geschluckt. You go too, Floyd. I told you. I've got a career. I don't need this crap. Ja, crap war auch schon mal da. There. Noch vor einer you Woche. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap. You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both Bob, of der you Baumeister. To go now. You and your weird friend. Whoa! Oh. My name is Trevor, sweetheart. Sie hat ihn betrogen mit Bob dem Baumeister. I could give a fuck what your fucking name is. I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice. Oh, er ist bald im Rage-Modus. Nein, doch nicht. Oder? Oh Scheiße, nein! Oh Gott! Oh Gott, der hat einen Tobsuchtsanfall. Die zwei mussten es ausbaden. Aber es war doch sein Cousin.
Did you meet Gebra? Interesting lady. From the inside. Go say hi. I wouldn't. Let's go get in the car. All right? Let's go. Wie spritzt du, ja, das Blut abwaschen. Oh Gott. Das Gehirn klebt noch an der Fensterscheibe. Das letzte bisschen Gehirn war an seiner Fußsohle, Schuhsohle. Genau, in den Strip Club, da hätten wir gleich hinfahren sollen, dann wäre das ganze Schlamassel erst gar nicht passiert. Wenn die Dinge schlecht liegen, muss man in den Strip Club, das weiß man doch, das lernt man in der Schule. Boys trip, exactly. Oh, Trevor, what have you got all over yourself? You're all red. You got syrup? Yeah, syrup. Accident. We've all been there. We sure have, but it don't taste like syrup. Don't taste me, all right? Just no licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Chronic and... And you stopped in Sandy Shores to get lit, and you met a dealer, and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw him, they was with you, driving out to a quarry, and then they just disappeared. Poof! Right? I mean, they were gone. Some friends. Not careful! Some friends, right? And now, Cousin Deborah don't want Pick you up around. Oder lass es bleiben, Dorinfee. The Congo did get messy. The pattern is, you can't rely on anyone. Anyone except me. Genau. Sagt sie. Trevor ist die einzige Konstante in seinem Leben. Obwohl er hätte lieber eine Konstanze. Vielleicht ist Konstanze im Script Club. Gibt es keinen anderen? Also es ist alles eine Franchise. Interestingly, you and me. Vanilla. Where? Oh Gott. Here. Right hier fühlt man sich zu Hause. Here. Now I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two. Wir sind schon voller Monatsblut. Good time for a long time. Von den Noten außer Dienst. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Mm-hmm. Through there. To the right. Thank you. Was macht er mit dem Manager? Amigo! Prepare to meet your new partner. Verstehe, wir werden Inhaber eines Stripclubs. West End. Boys. Was jetzt? Fliegender Wechsel. Gerade wenn es spannend wird. Hey Lester. Hey, Trevor just called. Bei Michael ist nicht viel los. The big one, the UD. You know anything? Yeah. I told him we could hit it. Alle haben ihn verlassen. Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taking over the Vanilla Unicorn Gentlemen's Club. All right. Oh, doch. Lester weiß bereits davon. Und wir haben bestanden. Missionszeit nur 3 Minuten 34. Was, vom Weg von Trevor zum Stripclub? Gut, das hätte sogar ein Rindvieh geschafft. Was hat er gesagt? Wir müssen Lester treffen oder Trevor treffen? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein schöner Tag in Rockford Hills. Könnte noch vorher Yoga machen, zur Beruhigung. Da ist eine Freak-Mission für Trevor, eigenartig. Das ist die Hauptmission. Und hier haben wir noch eine Dom-Mission. Das ist der Sportfanatiker. Ja, ich glaube, das wäre es auch schon. Mehr steht nicht zur Verfügung. Und ja, eines davon machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.